Der Weg in die Arbeit ist heute ein wenig holprig für Susanne Part Blackman. Die Hochzeitsrednerin traut ein Paar in luftigen Höhen. Um genau zu sein, auf der Kristallhütte auf 2145 Metern im Tiroler Zillertal. Solche Trauungen sind ihr die liebsten. Auf irgendeiner tollen Alm, auf einem Berg, wo man wirklich inmitten der Natur liegt, die Tiroler Bergwelt vielleicht noch sieht. Das sind eigentlich die Hochzeiten, die wirklich am romantischsten sind. Ah. Und für Nena und Bernd wird es sicher unvergesslich. Schon ihr Entschluss, hier zu heiraten, hatte einen ganz romantischen Auslöser. Ja, wir waren hier oben und haben einen Heiratsantrag gesehen. Und dann haben wir uns beide angeschaut und dann war einfach klar, dass wir das hier machen wollen. Ja. In der Kirche geht es immer um Gebote und Pflichten und hier oben geht es nur um unsere Liebe zueinander und nicht um irgendwelche auferlegten Sachen, die uns übergestülpt werden. Nena und Bernd haben die freie Zeremonie statt einer kirchlichen Trauung gewählt. Trotzdem musste das Paar vorher standesamtlich heiraten. Ihr großer Tag ist aber heute, wenn Susanne ihre ganz persönliche Liebesgeschichte unter freiem Himmel erzählt. Wir befragen das Brautpaar über Kennenlernen, Antrag, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Urlaube und es wird also ganz eine persönliche, individuelle Trauung für das Brautpaar zugeschneidert. Von mir darüber, oder? Genau, das ist ein super Platz. Die letzten Vorbereitungen laufen und das in ungewöhnlicher Umgebung. Es wechseln sich Hochzeitsgäste und Skifahrer ab, genau wie Wolken, Sonne und Wind. Und dann am Schluss ein. Oh, das ist was, was es braucht? An Clips. Ein Clips. Ja, da sind Wäscheklammer brauchen wir. Wäscheklammer. Am Ende ist alles am richtigen Platz und der große Moment ist da. Hoch oben auf dem Berg müssen Nena und Bernd keinen religiösen Abläufen folgen. Susanne kombiniert in der Zeremonie klassische Elemente wie das Anzünden der Traukerze mit literarischen Versen und Anekdoten des Brautpaares. Ein schöner Stern am Horizont eures Lebens erscheint. Zündet mich an, wenn es dunkel wird. Mit einem kleinen Augenzwinkern liebt Bernd auch Nenas Hang zu schnellen Entscheidungen aus dem Bauch heraus, sei es bei der ersten gemeinsamen Wohnung, dem Autokauf oder im Reisebüro. Susanne sorgt für ein paar Lacher. Der tränenreiche Teil kommt jetzt. Und willst du dich auf den weiteren Weg mit ihr freuen und deiner Frau immer zur Seite stehen, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Lass mich bei dir sein. Lass mich bei dir sein, ganz eng und still, und dann gucken wir. Ich bin überwältigt, es war total schön, die Susan hat es super gemacht. Und die Sängerinnen und es war einfach schön. Ja, da hat es geschneit zwischendurch, gell? Auch wie auf Kommando.